Da geht auch was rein, an beiden Routen, links und rechts. So soll das doch sein. Das ist aber wahrscheinlich eher gerade eine Sefo. Und das wahrscheinlich auch. Oha, sogar nochmal ein dickerer Brocken. Ich hoffe, er bleibt... Oh mein Gott, was geht ab? Er springt regelrecht hier rum. Ich suche gerade das Kuori-Fältchen. Das soll auch gerade laufen. Und oh yeah. Aber hier geht auch die Seeforelle rein. Hier geht auch Barsch rein. Ein ganz wilder Spot. Er geht richtig ab hier, der Brocken. Er hat richtig Bock. Ich bin natürlich auch relativ fein hier unterwegs, gerade an der Stelle und muss das erstmal testen. Kuori-Fältchen suche ich. Heute rein in den Stream, auf einen entspannten Donnerstag. Und was kommt? Immer wieder in den Rekorden drin, das Kuori-Fältchen. Rekorde, 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 Rekorde. Direkt zu Anfang des Streams. Und da muss man doch mal gucken, wo das denn läuft. Ja, und eine der klassischen Stellen fürs Kuori-Fältchen ist eben hier am Kuori in der Nähe vom Campingplatz. Und da muss man gucken. Und ich würde sagen, ich zeige auch gleich noch oder zum Ende hin vielleicht noch die beiden weiteren Spots oder alle bekannten Spots, wo das Kuori-Fältchen reingeht. Denn es ist ja durchaus möglich, dass du das Video vielleicht ein paar Wochen später siehst und dass der Spot vielleicht gar nicht mehr so ganz aktuell ist. Aber die Spots an für sich laufen halt auch nach Jahren immer mal wieder. Und dementsprechend wäre das doch schon mal eine ganz gute Sache. Da kann man einfach mal alle drei wichtigen, bekannten Spots testen. Und irgendeiner von denen wird auch schon gehen. Und wenn alle drei nicht gehen, naja, dann wartet man einfach nochmal ein, zwei Wochen und testet es erneut. Auf der Suche nach dem Kuori-Fältchen. Ja, jetzt habe ich hier gerade zwei Posen, die untergegangen sind. Oh, die eine kommt wieder rauf nach langer Zeit. Die war die ganze Zeit schon unten. Und die zweite, die ist auch unten. Aber hier haben wir jetzt gerade einen mächtigen Drill drauf. Machen wir den Sound mal ein bisschen lauter vielleicht. Ich bin auch hier relativ fein unterwegs. Also wirklich fein auf das Ganze hier aus. Ich denke mal, das könnte jetzt durchaus eine Seeforelle sein. Mit 5 Kilo plus. Das macht das Ganze natürlich echt hier ein bisschen haarig, aber es macht es natürlich auch richtig nice, dass man hier schön in den Drill reingeht. Ja, Mann. Oh mein Gott, da hinten. Da ist, oh mein Gott, da ganz hinten ist gerade die Pose hochgekommen. Da ist immer noch ein Biss drauf, auf der 2. Da hinten. Oh mein Gott, komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, komm raus hier. Da ist... Da ist wieder was drauf. Der Selbsthack-Effekt bei den Matchrouten ist sensationell. Und ich glaube, hier ist auch was dran. Alter, komm, mach hinne hier, Fisch. Die schlitzen mir sonst gerade alle aus. Und da hüpft er schon wieder. Wahnsinn. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen dicker reingehen. Aber man will natürlich auch hier fein rein. Kuori ist sehr, sehr dankbar, wenn man hier übertrieben fein reingeht, leicht reingeht, mit Fluorocarbon, immer schön dünn. Das lohnt sich tatsächlich sehr am Kuori. Wir haben hier einfach das super klare Wasser. Und das ist tatsächlich ein absoluter, ja, ein absolut wichtiger Punkt einfach, dass man eben hier versucht, super vorsichtig reinzugehen, sehr, sehr dünn von den Schnüren, sehr transparent im Idealfall, damit man eben hier die Fische gut überlisten kann. Kann ich noch mal ein bisschen hochdrehen. Oh ja, aber mehr ist auch wirklich nicht drin. Und dann sind wir hier echt am Limit hier. Wahnsinn. Wir gucken uns natürlich die Setups gleich, oh mein Gott, alle schön im Detail an. Alter, wie die hier abspringen, ne? Komm jetzt hier, komm, 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 komm. Zu mir, zu mir, zu mir. Und jetzt durchziehen. Jetzt schwimmt er gerade in meine Richtung. Ja, jetzt hat er verloren. Der letzte Sprung. Alter, krass. 4,5 Kilo Sefo eskaliert komplett am Setup. Jetzt mal schnell gucken. Auf der 2. Ja, ist tatsächlich was drauf. Ist tatsächlich was drauf. Ist auch richtig weit abgezogen schon. Wahnsinn. Alter, Falter. Ja, den Spot hat man, glaube ich, schon so einigermaßen erkannt. Ne? Man sieht die Koordinaten hier unten. 92, mach mal so vor dem dunklen Hintergrund. 92, 100. Und hier an der Stelle, beziehungsweise auch rechts daneben, zeige ich auch gleich nochmal. Also hier sind es quasi
zwei Stellen, sozusagen zwei Spots fürs Koori-Fältchen. Das hier ist der eine und rechts daneben zeige ich gleich nochmal. Und wie gesagt, die zwei anderen auf der, an deutlich anderen Stellen auf der Map, die zeige ich dann zum Ende hin auch nochmal, wo man dann dahin wirft. Von der Tiefe, von den Ködern, vom Setup her, alles gleich. Boah, so. Und jetzt hier die dritte auch nochmal und dann fangen wir mal wieder schön bei Null an. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, was die abgehen. Also, bei Null angefangen. Wir stehen hier hervorragend auf 92.100. Und das ist hier auf der Map. Und wir werfen, und das sieht man hier, glaube ich, gerade auch schön ganz gut, wir werfen hier diesen kleinen Punkt an. Also so grob in diese Richtung oder vielleicht so hier in diese Vertiefung. Das kann man auch von hier aus ganz gut machen. Hier ist quasi noch die andere Stelle. Aber wir können auch hier einfach so ein Stückchen auswerfen. Aber grob kann man, wie gesagt, von hier aus so ein bisschen daneben in Richtung von dieser Ausbuchtung werfen. Da so hin auf circa 12 Meter. Ich habe jetzt keinen Clip drin. Oder ich habe doch einen Clip drin, aber ich nutze ihn nicht. Na, doch, ich mache mal auf 12. Oder ich mache mal auf, lass mal auf 10. Kommt das so ungefähr hin? 10 Meter? Nee, dann würde ich doch sagen eher auf 12 Meter. Das passt doch ganz gut. Denn gerade hatte ich ihn, glaube ich, nicht im Clip drin. Ne? Und ich habe halb aufgeladen bei der Route. Ja, doch, das passt ziemlich genau. 12 Meter Clip, das passt doch ziemlich gut. So, die werfen wir nicht ganz so weit. So, oder müssen wir nicht ganz so weit aufladen. Und auch hier hatte ich keinen Clip drin. So, ein bisschen auswerfen und gut ist. So langsam dreht hier der Wind auf. Das ist eigentlich nicht so nice. Am besten darauf achten, dass das Wetter so ist, dass es nicht so windig ist. Wir haben hier gerade 5 oder 6 oder mehr jetzt gerade. Und lieber hier so in dem Bereich, 1, oder windstill, ist auch die meiste Zeit am Koori, dass es eher windstill ist. Jetzt kommt der Wind gerade so ein bisschen aus Nordwest, also von da hinten, und treibt die Posen so ein bisschen hier rüber. Und der nächste Brocken. Und das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Wir wollen immer schön hier in der Area bleiben. Also einfach geradeaus werfen. Da wollen wir hin. So, also direkt wieder raus. Zack. Jawohl. 1,50 Meter Tiefe übrigens. 1,50 Meter Köder Tiefe einstellen. Und dann hier auf die ungefähr 12 Meter auswerfen. Und vor den Hakengrößen bin ich jetzt im Moment mit einem Viererhaken unterwegs. Wir gucken gerade mal eben rein. Nehmen wir mal hier das Musterbeispiel für eine der geilsten Routen im Game. Eine der geilsten Match-Routen. Und zwar hier die Rebellion-Match. Halt, da ist schon wieder der nächste Brocken drauf. Man sieht sofort, also einen Hebebiss sozusagen. Wenn die Pose umkippt und nicht nach unten geht, dann ist es die Seeforelle. Die Seeforelle hebt den Köder an und zieht dann erst ab. Aber du siehst sofort, dass die Pose umkippt. Flop. Und wenn sie umkippt, weißt du schon, alles klar, verkehrter Fisch. Mach dich auf einen Drill gefasst. So, jetzt gucken wir mal schnell rein. Die Rebellion Match. Warum ist die Rebellion Match so gut? Sie hat plus 5% auf Posenangeln. Das heißt, wir angeln hier im Endgame bei 100 und mit 105% Posenangeln. Mehr Fische, mehr maßige Fische durch höhere Prozente. Das wollen wir haben. Zusätzlich plus 2% auf die Matchmontage, die wir jetzt gerade hier verwenden. Also richtig, richtig nice. Und hier jetzt gerade auch noch Doppelköder in Verwendung. Das heißt, wenn du das Teil relativ früh kaufst, bist du also 5% schneller auch beim Doppelköder. Auch nochmal ein Pluspunkt für diese Route. Und dazu kommt, im Vergleich zu einer der teuersten Routen, um die 19.000 ist, müsste sie sein, kostet die Rebellion Match nur 5.500. Im Verhältnis zu diesen Werten, die wir hier haben, super günstig. Ich bin hier mit 6,9 Kilo Fluorocarbon komplett. So angle ich meistens mit den Matchrouten, muss man aber nicht machen. Aber hier in dem Fall keine Strömung und alles, da passt das ganz gut. Also hier einfach 6,9 Kilo Schnur. Man kann, glaube ich, so bis 9 Kilo ungefähr hochgehen. Das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht, falls man ein dickerer Fisch wieder reingeht. Aber dann passt das. Viererhaken in Verwendung. Wenn du ein bisschen mehr Frequenz haben willst, vielleicht eher einen Sechserhaken zum Testen. Sechserhaken, Viererhaken bis hin zu einem Einser. Aber das wird natürlich schon echt sehr, sehr, sehr tricky, dass auf dem Einser dann auch noch ein bisschen was reingeht. Eher unwahrscheinlich. So, jetzt, oh mein Gott.
Oh mein Gott, Mann. Jetzt ballern sie hier schon wieder rein. Alter. Abgefahren. Ja, das Koori-Fältchen an sich ist natürlich selten. Es bleibt auch selten. Das ist wirklich ein schwierig zu fangender Fisch und er ist wirklich nicht so häufig da. Und wir sehen hier gerade Unmengen von den Seefos. Aber immerhin hatte ich schon ein dickes Koori-Fältchen sofort auch am Anfang hier. Sehr, sehr, sehr schick mit dieser leicht grünlichen Schimmer, mit der Färbung hier. Sehr, sehr, sehr nice. Das wollen wir natürlich haben. Ich habe es zum Glück auch schon abgeschlossen als Trophy. Von daher muss ich mir da keine Sorgen machen. Übrigens auch auf der Köder-Kombi Steinfliege, Steinfliege. Es gibt auch die Köder-Kombi Steinfliege mit Eintagsfliege. Bin ich nicht so der Fan von, denn die Eintagsfliegenlarve triggert immer ganz viele Zwergmaränen. Und wenn du ständig hier die Zwergmaränen drauf hast, dann hast du auch ständig Fehlbisse. Und das macht das Ganze natürlich immer so ein bisschen mies. Wenn du natürlich nur einen Köder verwenden kannst, teste es. Ich würde, glaube ich, zwei Routen nehmen mit Steinfliege. Eine Route mal im Test mit der Eintagsfliege, also Eintagsfliegenlarve, und dann gib ihm. Ja, wie gerade schon gesagt, die andere Stelle ist dann hier. Man sieht es genau, man wirft quasi direkt hier auf diese Spitze zu. Also einfach hierhin rauswerfen. In dem Fall würde ich auch so vielleicht um die 15 Meter weit auswerfen. Aber auch hier kann man das immer mal gerne machen. Und auch hier muss man gar nicht so ganz weit, ja, ungefähr so. Das sind jetzt vielleicht so um die 10 Meter weit raus. Auch hier einfach mal auswerfen und testen, ob das hier funktioniert. Was sehr nice ist hier an dieser Stelle, man kann regelrecht zugucken, ob dann ein Fisch ankommt oder nicht, weil man eben hier relativ gut reingucken kann ins Wasser. Und dann sieht man ziemlich schnell, ob dann ein Fisch ankommt oder nicht. Also auch hier hatte ich immer mal wieder das Koori-Fältchen. Tatsächlich sogar auch schon mal auf Grund. Also auch das durchaus eine Option, dass man das dann hier vielleicht sogar auf Grund mal testet. Aber diesen Fisch fängst du wahrscheinlich nicht auf Grund. Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Es ist vielleicht wie mit dem Froschangeln auf Grund. Ja, es passiert mal. Oder Hasel. Ja, es passiert mal, aber effektiv sich hinstellen und sagen, ich angle jetzt Koori-Fältchen auf Grund, ist vielleicht nicht so ganz smart. Es kann immer einiges passieren im Game. RF4 ist ganz viel kann, aber ob das eine gute Idee ist, eher weniger. Ja, das sind die Spots hier an der Ecke. Und auch hier muss man tatsächlich einfach mal probieren und testen und testen. Denn irgendwo müssen die ja in großen Mengen reingehen. Wenn gerade die Rekorde voll sind mit dem Koori-Fältchen, dann muss man noch gucken, wie und wo die gefangen werden. Bis zu 5 Kilo hier. Guck mal hier, Eintagsfliege alleine sogar nur. Eintagsfliege, Steinfliege, Schwimmkäfer und Blutegel, Blutegel und Schwimmkäfer und tatsächlich auf dem Crank. Okay, das ist wild. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Auf dem Kunstköder. Auch nicht schlecht. Auch eine Möglichkeit. Also hier, oh, eine Pose ist weg und da schwimmt sie. Aber hier gehen mir gerade viel zu viele Seefos rein. Nicht schlecht, kann man natürlich auch gerne machen. Seeforellen, klar, warum nicht? Gerade wenn man so Kaffeeaufträge hat für die Seeforelle, dann auf jeden Fall mal testen. So, wir sehen uns jetzt am zweiten wichtigen Spot. Ich nehme das mal jetzt hier, diese drei Stellen fast, mal als einen Spot. Und jetzt geht es weiter zum zweitwichtigsten Spot. Und da sind wir auch schon. Da sind wir auch gar nicht so ganz weit weg hier von dem Campingplatz. Und auch hier werfen wir dann natürlich dementsprechend, so sagen wir mal so um die 12 Meter ungefähr nochmal aus. So, zack, zweites Setup auch nochmal. Auch wieder hier alles gleich gelassen, 1,50 Meter Tiefe. So, 1, 2, 3. Und ja, am Anfang muss man auch gar nicht so punktuell die Posen platzieren, fällt mir gerade auf. Man kann das ein bisschen weiter streuen, um erstmal zu gucken, wo und in welcher Ecke läuft denn was. Denn man hat natürlich an so einem Spot auch immer so einen gewissen Fächer oder eine gewisse Breite, wo man einfach mal testen kann, ne? Aber wie gesagt, hier an der Stelle läuft das auch immer wieder ganz gut. Übrigens auch immer wieder eine Stelle, die ganz gut funktioniert für Pelletmaräne. Auch da immer mal wieder drauf testen, denn auch damit kann man selbst im Low- und Mid-Level richtig gut Cash machen mit der Pelletmaräne. Die schien vor einem halben Jahr so ein bisschen gebufft worden zu sein und immer mal wieder oder immer besser zu laufen hier auch am Koori.
Also durchaus eben auch eine Option hier. Auf die Pellet. Da geht auch schon wieder was rein, auf die 1. Na, gucken wir mal. Hängt noch gar nicht so lange im Wasser. Und irgendwie stellt sich die Pose gerade schon leicht krumm. Vielleicht geht ja noch was. Ich glaube, so richtig sieht man hier gerade nichts. Nee. Zu viel Reflexion. Wenn das Wetter übrigens ein bisschen sonnig ist und wenn das eher still ist, dann kann man natürlich noch besser in das Wasser reingucken. Dann macht das noch mal mehr Spaß, wenn man schon sieht, wie die Fische angeschwommen kommen, wie sie sich dann an den Köder stellen, ein bisschen rumzuppeln und dann reingehen. Dann ist das noch viel besser. Also da macht das Angeln am Kuuri ohnehin noch mal mehr Bock, wenn man zugucken kann. So, ich stelle hier noch mal ab. Aber hier scheint es gerade nicht so zu laufen. Beziehungsweise ich fächer selbst jetzt einfach noch mal so ein bisschen hier auf. Werfe noch mal ein bisschen breiter aus. Also einmal noch mal so in die Richtung. Zack, jawohl. Und die dritte Rute werfen wir dann auch noch mal vielleicht ein bisschen weiter hier rüber. Dass man erstmal selbst so ein bisschen probiert in... Oh, da können wir weiter werfen. So, da gehen wir mal so auf. Ja doch, da haben wir genau den 12-Meter-Clip wieder erreicht. So, Bügel offen lassen. Und nicht gehakt. Und wieder raus damit. So, dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal die nächste Stelle. Ich mache es nochmal eben, zeige es nochmal eben auf der Map. Das ist genau hier in dieser Kurve. Also hier grob in diesem... In dieser Area klappt das auch immer wieder gut mit Pelletmaren, mit dem Kuori-Fältchen. Wie gesagt, auch hier gleiche Köderkombi, eigentlich immer das gleiche. Wenn das natürlich mit dem Schwimmkäfer geht oder mit dem Blutegel, ja, auch gerne natürlich mal testen, ob das läuft, ob das funktioniert. Schwimmkäfer äußerst selten natürlich zu bekommen, Blutegel auch relativ selten. Na guck, eine kleine Pellet auch wieder hier anzutreffen. So, mal ein bisschen weiter raus. Ja, ich denke, so zwischen 12 und 15 Meter passt das hier auch an der Stelle ganz gut. Und wenn dann hier noch das Kuori-Fältchen reingeht, wäre das natürlich sensationell. Und der nächste hier, rechts außen auch nochmal der Biss drauf. Aber auch eher wieder Pellet. Okay, also wenn wir jetzt hier gerade die Pellet-Maren haben, übrigens auch mal immer oder immer wieder gut mit dem Regenwurm zu beangeln, die Pellet-Maren. Regenwurm, Mistwurm oder dann in der Kombination Wurm plus Larve. Das funzt auch immer wieder richtig gut. Ja, ich würde sagen, zwei, drei Fische teste ich jetzt hier noch. Wenn sich da nichts ändert und hier nur die Pelletmaren bleiben, gar nicht so ewig lange testen. Wenn da nichts geht, dann geht da halt nichts. Dann geht man direkt weiter zum nächsten Spot. Da muss ich sagen, ist natürlich sowas hier wie so ein Seeforellen- und Kuori-Fältchen-Spot, auch wenn da zwischendurch die Barsche dabei sind und so, deutlich angenehmer, die dickeren Brocken, ein bisschen mehr Action, das macht natürlich deutlich mehr Spaß. Und der dritte Spot, wie gesagt, den zeige ich jetzt gleich im Anschluss da noch. Und dann haben wir, glaube ich, die drei wichtigsten Bereiche fürs Kuori-Fältchen abgehakt. Ja, und hier an diesem Busch, hier ist der letzte Spot. Den Busch wollen wir hier haben und hier stellen wir uns dann hin und werfen da drüben zu dem Haus. In die Richtung wollen wir. Beziehungsweise man sieht hier so einen dunklen Bereich. Hier diese Schatten, die Reflexion. Da werfen wir jetzt rein. Also das ist der letzte wichtige Spot. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. Auch wieder raus damit. Ja, auch so ein bisschen breiter gestreut. Und das dritte auch nochmal hier. Und da sind wir ungefähr, oh, der ist jetzt aber schräg gegangen, aber auch wieder ungefähr auf 12 Meter, 12, 13 Meter, 1,50 Meter Tiefe, allen drei Spots immer gleich. Und dann heißt es auch hier eben testen und gucken, wo was geht. Jetzt haben wir hier natürlich, ja, vom Wind her so ein bisschen, ja, eigentlich haben wir ein bisschen das Problem, dass wir immer wieder neu auswerfen müssen. Der Wind kommt uns gerade direkt entgegen. Das sehen wir ja unten am Kompass. Der Wind, ja, er dreht sich sogar noch mal mehr in Richtung Nord. Anhand des Punktes sehen wir das ja. Und dementsprechend
müssen wir jetzt mal gucken, wie lange die Posen da jetzt so stehen. Die Schnur wird natürlich jetzt immer lockerer. Das heißt, auch da müssen wir rechtzeitig dabei sein, dass wir schnell einkurbeln können, um dann eben die Brocken hier auch haken zu können. So, direkt wieder raus. Glaube ich, hier ist auch noch ein Clip drin, ne? Ja, das scheint so. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Zwischen 12 und 15 Meter und dann eben hier auf einer Tiefe von 1,50 Meter. Haken-Setup sind wir alle komplett durchgegangen. Hier haben wir schon wieder was dran, aber nicht gehakt. Vielleicht auch da wieder eine Zwergmaräne. Das passiert halt leider immer wieder mit den Zwergmaränen. Ist jetzt nicht so schlecht, die Zwergmaränen. Hoppala, eine Sifu. Jawohl. Und die nächste. Hier an der Stelle hatte ich übrigens zum letzten Weihnachtsevent die, auch die Regenbogenforelle auch auf Pose. Das ist natürlich schon wieder äußerst selten. Aber tatsächlich kann sowas natürlich auch passieren, dass man dann mal sowas Seltenes bekommt. Zack, wieder Sefo. Na, vielleicht sollte ich doch noch die Eintagsfliege mit drauf machen. Also, erster Spot mit Eintagsfliege und Steinfliege in auch schön. In Kombination. Nehme ich natürlich dann auch gerne mit. Also, wenn das funktioniert, wenn da keine Zwergmaränen dabei sind oder nicht zu viele, die Kombination soll funktionieren. Es gibt auch schon Spots oder es gibt auch schon Beiträge von Usern, die da was gefangen haben. Also, das ist jetzt hier der letzte Spot. Dann haben wir jetzt eigentlich alle drei Bereiche. Also, hier dieser breite Bereich sozusagen, wo man hier im Nahbereich angeln kann, beziehungsweise hier diese zwei Stellen vom Anfang. Hier dieser Bereich, auch immer wieder wichtig für Pelletmaräne, für Skoori-Fältchen. Und dann hier in die Richtung geworfen. Hier ist das Haus, was ich gerade gezeigt habe. Also gerade Linie sozusagen in diese Richtung hier geworfen. Auch auf 12 bis 15 Meter. 1,50 Meter Tiefe, das an allen drei Stellen. Und dann ruhig etwas feiner reingehen. Also ruhig auf den fetten Drill einlassen. Wenn du keine so großen Rollen hast, achte natürlich darauf, dass du ausreichend Schnur hast. 200-300 Meter Schnur ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Und auch noch gehakt. Denn wir wollen ja hier den Fisch auch raus haben. Und wenn die dann abhauen, müssen wir zumindest die komplette Strecke vom Hafen aus bis zur Steinwand, die müssen wir natürlich hier an Schnur auf der Rolle haben. Weil sonst können wir halt leergezogen werden. Und dann wollen wir ja nicht, ne? So, komm ran hier. Wahrscheinlich auch wieder. Und da springt schon wieder eine Seeforelle, oder? Saibling. Krass, was hier alles reingeht. Und der nächste Brocken. Hammer. Und hier habe ich übrigens 7 Kilo Schnur drauf. 7, noch was. Die anderen waren 6,9. Hier ist 7,8. Fluorocarbon komplett. Vielleicht ist das sogar noch ein bisschen besser. Ein bisschen dicker. 7, noch was. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ansonsten, wie gesagt, mit 9 Kilo. Und da geht schon der nächste rein. Ja, die Stelle hier scheint auch ganz gut zu gehen. Und hier ist tatsächlich eine Regenbogen, oder? Alter, imagine, gerade noch gesagt. Regenbogenforelle. Ich sage es euch. Wenn das nächste Event kommt auf Regenbogenforelle, ich weiß auf jeden Fall, wo ich mich hinstelle. Und es testen werde. Also, Pose am Koori. Nicht nur fürs Koori-Fältchen, sondern auch für alles andere. Auf jeden Fall mal testen. Petri Olimmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir mega und gefällt mir auch mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett RF4. An allen anderen Tagen aber auch RF4. Aber halt nicht komplett, da machen wir auch nochmal ein bisschen was anderes. Petri, bis zum nächsten Mal.